Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hinterlandbox von Casper. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hinterland von Casper aus dem Jahr 2013. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine riesengroße Box in quadratischer Form. Hier oben lesen wir Casper Hinterland und dann haben wir hier als Cover eine idyllische Flusslandschaft inklusive Sonnenschein und hier im Vordergrund zwei Personen, einmal einen Mann, einmal eine Frau, und das Ganze rein jetzt so von den Gewändern oder von der Bewegung her sieht so aus, als würde die Frau gerade irgendwie getauft werden oder eventuell irgendeiner Glaubensgemeinschaft, irgendeiner Sekte beitreten. Also sieht auf jeden Fall ziemlich heftig aus, das Cover. Das Ganze dementsprechend groß, weil wir hier dann voraussichtlich eine Vinyl vorfinden. Das Design zieht sich hier so durch. Also wir haben hier dann so Wasser und Schilf. Rechts ebenfalls wieder Wasser, Bäume und jede Menge Himmel. Oben dann nur Himmel und noch ein paar Bäume. Auf der linken Seite lesen wir Casper Hinterland. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmals die Frau, allerdings diesmal ohne den Begleiter, ohne den Mann, alleine wie sie hier ins Wasser geht. Und hier lesen wir dann noch die Credits bzw. die Internetadresse von Casper. Das Ganze geht dann hier auf. So sieht das von innen aus. Auch wieder hier diese Flusslandschaft, diese Wasserlandschaft inklusive der Bäume. Und die eigentliche Box lässt sich dann hier rausziehen. So, sonst haben wir hier nichts mehr. Das Ganze von innen in weiß gehalten. Wir klappen das mal zu. So, dann kommen wir zum eigentlichen Inhalt der Box. Wir haben hier einmal ein T-Shirt. Dann haben wir die angekündigte Vinyl. Und das Album an sich. Das Ganze hier in so einem weißen Einleger. Kann man hier rausmachen. Innen auch alles weiß gehalten. Ich lasse den jetzt mal drinnen. Der ist komplett von allen Seiten schlicht weiß gehalten, dieser Innenteil. So, und wir haben hier einmal die Vinyl. Und das dürfte dann noch ein Buch sein. Schauen wir es natürlich noch detaillierter an. Aber wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Casper Hinterland, Cover bzw. ja auch die Schrift da oben kennen wir bereits von der Box. Sieht genauso aus. Dann haben wir hier auf der Seite Casper Hinterland stehen. Tracklist haben wir in diesem Fall keine. Wieder nur Credits und Barcode und die Frau. So, aber hier haben wir dann die Tracklist, und zwar haben wir 11 Stück an der Zahl. Wir haben ein Feature von Tom Smith und ein Feature von Kraftklub. Ansonsten Casper Solo Tracks. Von diesen 11 Tracks sind meine Favoriten einmal Track Nummer 2, Hinterland, und einmal Track Nummer 8 mit Kraftklub, ganz schön okay. Gut, hier in dieser Tasche, in diesem Seitenfach, hatten wir das Booklet. Das Cover wie bekannt. So, dann haben wir hier eine kleine Waldhütte oder so einen kleinen, ja, wie nennt man das, so einen Hochstand, wie so ein, wo so ein Jäger eventuell in dem Wald sich aufhält. Und dann haben wir hier die Texte zu den Tracks. Also im Ascheregen hier komplett abgedruckt. Ich gehe mal davon aus, jawohl, dass wir das jetzt bei jedem Track so haben. Also hier jeder Text wirklich Wort für Wort abgedruckt. Gefällt mir gut.
und wir sehen schon, dieser Sumpf bzw. diese Waldoptik dominiert hier wirklich das Artwork, nicht nur von der Box, sondern auch hier im Booklet. Dann haben wir hier eine Dame im Wasser stehen, dürfte wohl dieselbe sein. Allerdings wurde sie mittlerweile untergetaucht, also die trockenen Haare, die wir hier haben, scheinen hier komplett nass zu sein. Weitere Texte, weitere Aufnahmen, also hier dürfte die Glaubensgemeinschaft etwas erweitert worden sein. 2 Männer und 4 Frauen, alle in diesen weißen Hemden, in diesen Gewändern. Dann haben wir noch die Infos zu den einzelnen Tracks, also wer war daran beteiligt, wer den Beat produziert etc. Die ganzen Infos zum Album. Und hier dann auch noch Management etc. Gut, hier wieder die Dame. Könnte man eventuell als Wendecover verwenden. Aber nachdem das ja ein Digipack ist und nicht ein Jewelcase, sieht man das Cover in dem Fall eh nur hier drinnen. Also das Cover des Booklets. Wenn wir das Ganze aufklappen, dann finden wir hier die CD vor. Diese in schwarz und weiß gehalten. So sieht das aus, schwarze CD mit weißem Aufdruck, Casper Hinterland, 4Music, Beat the Rich. Das ist die CD. So sieht das Ganze dahinter aus, also auch hier wieder diese Wasser- und Bäume zu sehen, diese Wasser- und Bäume-Landschaft. Und das Ganze ein Digipack. Dann kommen wir zu der Vinyl. Und zwar haben wir hier 2 Fächer mit jeweils einer Vinyl drinnen. Vom Design her, wie auch schon im Booklet, wir haben hier die Tracktexte abgedruckt und auch die Bilder kennen wir bereits aus dem Booklet. Die Vinyl sieht dann so aus, klassisch in schwarz gehalten. Wir haben hier auf der A-Seite 3 Tracks. Und dann auf der B-Seite ebenfalls 3 Tracks. Also 6 Tracks auf der ersten Vinyl. Und dann haben wir, wenn wir die hier zurückgeben, haben wir natürlich noch eine zweite Vinyl. Diese auf der zweiten Seite zu finden. So sieht das aus. Auch hier wieder die Frau. Und hier gleich die ganze Glaubensgemeinschaft. Und auf dieser Vinyl haben wir dann natürlich einmal, wo haben wir es? Hier, die C-Seite mit 3 Tracks und dann noch die D-Seite mit den letzten 2 Tracks. Also insgesamt 11 Tracks auf 2 Vinyls verteilt. Das Ganze dann hier zu verstauen. Auf der Seite lesen wir auch hier wieder Casper Hinterland. Dann haben wir noch dieses Buch. Casper lesen wir hier in weißer Schrift. Das Buch ansonsten in schwarz gehalten, relativ dünn. So sieht das aus. Also, das hier der Einband, also die Innenseite. Dann haben wir hier Texte. Also es ist so quasi eine Widmung. Willkommen im Hinterland. Aufnahmen des Interpreten. Also hier Casper, wie er durch das Hinterland, durch diese Sumpflandschaft stapft. Weitere Aufnahmen. Also, ein Fotobuch, dann das sieht aus nach ein paar Textskizzen, eine Collage, Casper Live-Aufnahmen,
Und zum Abschluss natürlich nochmal Casper. Dann haben wir hier eine Danksagung. Und auch hier wieder so eine Collage. Gut, also ein kleines Foto, oder klein, aber ein dünnes Fotobuch, aber dafür richtig groß von der Aufnahme, von den Fotos her und vom Format. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch ein T-Shirt. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier Casper Hinterland stehen und dann hier so eine Katze mit einem, ja, würde ich mal sagen, ein Dolch ist das, mit einem Dolch durch den Kopf gestoßen. Blutspritzer links und rechts. Neckprint haben wir keinen. Das Ganze ist ein Gildan Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle und Made in Haiti. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das T-Shirt nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier diesen weißen Kreis mit der Aufschrift Casper Hinterland und in der Mitte dann dieser Katzenkopf von dem Dolch durchbohrt. Gefällt mir von der Optik richtig gut, hat was und kann man meiner Meinung nach auf jeden Fall tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, das Fotobuch, die Hinterland Doppelvinyl und das Album an sich Hinterland im Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box, Hinterland von Casper. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Casper unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.